domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Zeitgleich zum Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise hat der Deutsche Caritasverband kostenlose FFP2-Masken für Menschen mit niedrigem Einkommen gefordert. Caritas-Präsident Peter Neher sagte, FFP2-Masken schützten wirkungsvoll gegen das Coronavirus. Die Einführung einer Pflicht in Bus und Bahn sowie im Supermarkt sei sicherlich sinnvoll. Menschen mit Hartz-IV-Bezug und mit geringem Einkommen könnten sich jedoch die regelmäßige Anschaffung von FFP2-Masken nicht leisten. Daher bräuchten sie eine kostenlose Zuteilung der Masken. Berechtigungsscheine können nach Ansicht Nähers unbürokratisch von Sozialämtern und Krankenkassen ausgestellt werden. Die müsse der Steuerzahler tragen. Anlässlich des Martin Luther King Tages am Montag haben katholische US-Bischöfe das Leben und Wirken des 1968 ermordeten schwarzen Bürgerrechtlers gewürdigt. Seine moralische Integrität habe die Nation bereichert und den menschlichen Geist vervollkommnet, hieß es. Amerika müsse die Beiträge der Afroamerikaner in der Geschichte der Vereinigten Staaten anerkennen. Der Martin Luther King Day wird jedes Jahr am dritten Montag im Januar begangen. Er wurde unter US-Präsident Ronald Reagan als gesetzlicher Feiertag eingeführt. Einen Einsatz der Polizei gegen Umweltaktivisten am Braunkohletagebau Garzweiler 2 hat die Initiative Die Kirchen im Dorf lassen jetzt kritisiert. Eine Theologin sei kurz nach ihrer Predigt in einem Gottesdienst am Montag in dem Dorf Erkelenz-Lützerath von Polizisten umringt, gestoßen und mehrfach auf den Rücken geschlagen worden, erklärte die Initiative. Die Gruppe stellt sich gegen den Abriss von Häusern und Kirchen, die dem Braunkohletagebau weichen sollen. Das Energieunternehmen RWE hatte am Montag in Lützerath mit den Abrissarbeiten begonnen. Die Polizei ging dabei gegen Blockaden von Umweltaktivisten vor. Neben der Ortschaft Lützerath sollen auch weitere Dörfer am Tagebau Garzweiler 2 abgebaggert werden. In den vergangenen Tagen hatten Klimaaktivisten vor Ort protestiert. Laut RWE ist die Umsiedlung des Dorfes allerdings so gut wie abgeschlossen. In Rio de Janeiro haben die Corona-Impfungen direkt unter der weltberühmten Christusstatue hoch über der Stadt begonnen. Lokale Medien berichteten, dass eine 80-jährige in einem Heim lebende Frau und eine 59 Jahre alte Krankenschwester als erste geimpft wurden. Da es bei der Zuteilung der Impfdosen durch die Zentralregierung zu Verzögerungen gekommen sei, sei die Impfung erst um 18.20 Uhr Ortszeit, also kurz vor Sonnenuntergang, möglich gewesen. Die Impfung wurde mit einem chinesischen Impfstoff durchgeführt, der erst am Sonntag eine Notzulassung erhalten hatte. Die Landesregierung von Sao Paulo hatte die insgesamt 6 Millionen Dosen gegen den Widerstand der Zentralregierung ins Land gebracht. In Brasilien hat die Zahl der Corona-Infektionen indessen einen neuen Höchststand erreicht. Im Wochendurchschnitt starben pro Tag knapp 1.000 Menschen an den Folgen einer Infektion, wie eine Tageszeitung unter Berufung auf offizielle Daten der regionalen Gesundheitsbehörden mitteilte. Zusammen mit dem Festausschuss Bonner Karneval hat die Bonner Münsterpfarrei am Bonner Münster ein Karnevalsplakat enthüllt. Unter dem Motto Mehr Sturm zusammen zeigt das Plakat einen Clown und soll den Karneval in der Corona-bedingten Lockdown-Zeit in der Bonner Innenstadt sichtbar machen. Und ich glaube, für viele ist es ein großer Einschnitt, dass keine Möglichkeit besteht, den klassischen Straßenkarneval zu feiern und trotzdem irgendwie auf diese Stimmung anzusprechen und die Leute zu ermutigen, zusammen zu stehen, was ja viele Karnevalslieder auch deutlich machen und auch den Spaß an der Freude, der Lebensfreude trotzdem nicht zu verlieren. Das war der Grund, weshalb wir auf die Idee kamen, die Fassade des Bonner Münsters, die ja gerade renoviert wird, dafür zu nutzen und sind froh, dass das der Festausschuss aufgegriffen hat und wir ein kleines karnevalistisches Signal in die Stadt setzen können, das ja auch über die Karnevalstage selber, es wird ja einen Monat hängen, dann auch zu sehen sein wird. Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Münsterpfarrer das Münster zur Verfügung gestellt hat, dass unser Transparent da hingehängt wird. Und das Münster ist ein zentraler Ort in Bonn. Und für die Bonner insgesamt, auch für die Karnevalisten, hier eröffnen wir die Session mit dem ökumenischen Gottesdienst. Und deswegen ist das ein idealer, zentraler Platz, und zwar rein örtlich gesehen, aber auch im Herzen. Domradio.de. Christliche Nachrichten.